Die ligurische Grenzkammstraße befindet sich in den Westalpen und verläuft nahe der Grenze zwischen Italien und Frankreich. Sie beginnt nördlich der Stadt Pigna und endet südlich der Stadt Primone. Wir, das sind Dagmar, Karl und Rüdiger, wobei Rüdiger ein kleiner Malteser Pudelmischling ist, haben uns mit unserem Land Rover Defender aufgemacht, von Malta über Sizilien mit der Fähre von Palermo nach Genua zu reisen. Nach einem kurzen Aufenthalt in Genua sind wir weiter in das Piemont zum Startpunkt der Tour gefahren. Nachdem wir in der wunderschönen Bergwelt des Piemont noch einmal übernachtet hatten, ging es dann endlich auf die Piste. Die einzigartige Straße, die großartige Landschaft und die interessanten Sehenswürdigkeiten, wie zum Beispiel Ruinen entlang der Straße, haben uns immer wieder veranlasst anzuhalten, zu gucken und zu fotografieren. So, ein weiterer Campingplatz, ein weiterer Campingtag. Heute sind wir in Lava, heißt die Ortschaft, und haben hier einen schönen Campingplatz gefunden, ruhig und unter Bäumen haben wir unser Camp aufgebaut. Talking, oh so close. On this Friday night, a million faces overdose. In the arms I happened to find, with a smile that exploded across your face and then mine. It's got me wondering, how is it gonna be without this bottle of wine? The phrases you don't wanna hear, paired with strangers and cheap beer. What can I say to make me someone worth believing? Und schmeckt's? Ja, man dachte, das ist alles, was die da gebracht hat, aber da kommt ja jetzt da der Schinken und die anderen Sachen noch mit dazu. Der schmeckt so lecker. Ob dein Gulasch auch so gut schmeckt? Wenn du möchtest, kannst du von mir auch probieren. Das ist jetzt eigentlich mein Essen hier. Und man dachte, du magst kein Fleisch mehr essen. Ja, manchmal muss man Ausnahmen machen. Du kannst eine Scheibe sogar abgewinnen, das sind zwei Scheiben. Auf der weiteren Fahrt hatte ich die größenwahnsinnige Idee,
mit der Drohne entlang einem Flussbett die seitlichen Bäumen fliegen zu wollen. Was damit endete, dass die Drohne in einem Baum hängen blieb. Ich musste hochklettern bzw. mich hocharbeiten, indem ich leider ein paar Äste absägen musste. Aber letztlich konnte ich die Drohne wieder bergen und außer ein paar Kratzern ist ja auch nichts passiert. Sicherlich hier ein weiteres Highlight auf der Strecke. Ich glaube, die Drohnenaufnahmen sprechen für sich. Es war wirklich bei bestem Wetter ein ganz großartiges Erlebnis, hier fahren zu können. To find with a smile that exploded across your face and then mine. It's got me wondering, how is it gonna be without this bottle of wine? The phrases you don't wanna hear, paired with strangers and cheap beer. What can I say to make me someone worth believing? So this time, yeah, this time I'll get it right. So can I call you on a Sunday afternoon? Don't want my words to be confused under the shadow of the moon. But it floats. I still feel your eyes raining cautious like you know. Got me categorized. I got could be your kind of lover, but can I change your mind? Can we slow it down? Look around. I wanna give you more time. Time. The weekend story never long. What can I say to make me someone worth believing? Am Ende der Tour haben wir Fort Central erreicht. Für mich einer der Höhepunkte der Tour. Das Fort Central ist eine Festung am Colle di Tenda von Coeno in Piemont und Ventimiglia am Mittelmeer. Sie wurde 1880 erbaut, als das Gebiet zu Italien gehörte. 1947 wurde die Gemeinde Tenda und somit auch die Festung an Frankreich abgetreten.